Hallo ihr Lieben, seid ganz herzlich willkommen. Wir spielen Rumble in einem A bis Z. Ein Champion, der extrem kompliziert erstmal scheint und eigentlich auch nicht wirklich leicht zu spielen ist. Ich habe Rumble das erste Mal vor einem Jahr gespielt. Es kann auch eineinhalb Jahre sein, wie auch immer. Aber als ich ihn das erste Mal gespielt habe, als er Free-to-Play war, da dachte ich mir... Dieser Champion ist komisch, der ist scheiße, den spiele ich nie wieder. Und dann habe ich vor einem halben Jahr, habe ich ihn wieder ausgepackt, als meine ich habe keine genauen Zeitangaben, worauf ich hinaus will, nachdem meine Mechanics dann besser wurden, habe ich Rumble angefangen zu verstanden und mich gewundert, wie krass er eigentlich aushält. Wichtig bei Rumble ist eine Sache. Immer wenn er eine Fähigkeit einsetzt, bekommt er 20... Oh mein Gott, Ich hab keine Items! I'm so wrecked! I'm so fucking wrecked! Es ist... Und ich hab keine Rüstung! Oh, ich bin so wrecked. Oh my gosh! That feels so bad! Ah, oh, da will ich euch was über Rumble erzählen und hab keine. Okay, das ist krass. Das ist so krass. Das tut mir gerade selbst weh. Ich muss den Jungler callen, damit ich wenigstens einmal shoppen kann. Ich hab keine Items. Oh shit. Alright. Also, das Wichtige bei Rumble ist, dass er immer... Er hat keine Mana, er hat keine Energie, er hat einfach nur Cooldowns. Und wenn er über 50% der Leiste ist, dann wird er gelb. Und dann machen alle seine Fähigkeiten 50% mehr Damage. Er wird auch flashen müssen. Wir haben Flash für Flash getradet. Items, das kann nicht sein. Oh, jetzt pusht es gegen mich. Ich kann nicht pushen. Das tut so weh. Ich kann ihn gleich selber bullen. Mit Level 6 müsste es gehen. Es ist... Oh shit. Ich hätte einen Dorans, ich hätte den Sustain gehabt. Ich glaube, jetzt komme ich klar. Jetzt kann ich kurz einmal auspushen. Holy shit. Hat TP? Okay. Das ist echt heftig.
Wir fangen nochmal von vorne an. Bei Rumble ist es so, wenn er über 50% von seiner Leiste aufkleinert, machen alle seine Fähigkeiten 50% mehr Damage und seine E slowt auch noch 50% mehr. Wenn er seine Leiste voll hat, silenzt er sich selbst für 6 Sekunden, aber seine Auto-Attacks machen enormen zusätzlichen magischen Schaden. Ich bin leider nicht Level 6, aber ich kann ihn traden. Jetzt bin ich 6. Ich kann ihn vielleicht fighten. Ich habe auch gleich wieder meinen Ignite. Ich lade hier schon mal meine Leiste ein bisschen auf. Hat der ein DC? Komm jetzt nicht mit DC. Ja, okay. Hat er ein DC? Puh, erst habe ich kein Item und dann hat er ein DC. Ne? Okay. Ich kann ihn killen, ich kann ihn auf jeden Fall jetzt besiegen. Da haben wir es gesehen, hätte ich doch nur vorher Items gehabt, ich komme zurück. Er hat leider 61 CS, er hat mich am Anfang gut in den Tower gedrückt. Oh. Okay, bei Rumble ist es so, es ist echt schwierig sogar am Anfang für CS. Man muss das wirklich üben, weil das Feuer zerstört einem wirklich den einen oder anderen CS. Kämpft am besten immer so mit... Fangt an mit 50% der Leiste. So dass ihr dann einfach im Fight Q, W plus E drücken könnt. Vielleicht auch noch die Ulti vorher am besten. Und dann mit den verstärkten Auto-Attacks im overheateten Bereich könnt ihr dann den Gegner killen. Kommen wir zu seinen Fähigkeiten. Seine Passive habe ich jetzt im Prinzip erklärt. Weiter geht's mit der Q, das ist das Feuer. Das Feuer brennt einfach den Gegner nieder. Und wenn man rot, gelb bzw. rot ist, hat man 150% Schaden davon. Also 50% nochmal drauf. Die W ist das hier, du kriegst Lauftempo und ein Schild. Wenn du im gelben Bereich bist, ist dieses Lauftempo und der Schild erhöht. Die E ist eine Harpune. Ich kann 2 Harpunen schießen. Wenn ich eine geschossen habe, kann ich danach noch eine schießen. Wenn beide Harpunen dasselbe Ziel treffen, wird die Dauer nochmal refreshed vom Slow und der Slow wird verdoppelt. Das ist sehr krass. Da habt ihr es gesehen, krass, Rumble, ich weiß nicht, ich bin kein Toplaner, aber Rumble scheint mir sehr effektiv gegen Yasuo zu sein. Denn seine Wall blockt nur meine Harpoon, aber nicht mein Feuer. Ich frage mich, ob seine Wall mein... Ist es eine Midlane, Soraka? Sehe ich das richtig? Lol. Gute alte Midlane, Soraka. Das Wichtigste auf Rumble. Ab irgendeinem Zeitpunkt seid ihr extrem stark, habt einen übelsten Power Spike. Und das ist, wenn ihr die essentiellen Items habt. Realize, Maske und Schuhe. Damit habt ihr Slow, Lauftempo, doppelte Durchdringung und noch ein bisschen Leben. Jetzt zeige ich noch mal kurz die Harpune. Ein Schuss nach ein paar Sekunden. Hier seht ihr den Buffer, den Cooldown. Zack, kann ich sie auch noch mal schießen. Die Ulti hat eine sehr hohe Range. Jedes Mal, wenn er jetzt hier versucht, einen Q zu treffen,
kann ich direkt auf ihn drauf sprinten. Ich weiß nicht, ob er Rengar zu Hilfe holt. Jedes Mal, ich kann jetzt einfach drauf. Das ist lächerlich. Das ist so krass, ich brauche nicht mal meine Ulti. Also, ich habe ihn jetzt mit Ignite gespielt, weil ich eine bessere Laning-Phase haben wollte, weil ich ihn lange nicht mehr gespielt habe. Aber auf jeden Fall, Teleport ist natürlich auch eine süße Sache auf Top-Lanern. Er hat sogar gerade seinen TP benutzt, aber ich würde vielleicht einmal versuchen, Mitte zu roamen. Ich sollte jetzt irgendwie 1200 zusammenkramen. Brenne! Shit! Oh, da kam noch die ganze... Oh! Rip! Rip! Dodge! 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 Nett gedodged! Okay, nice. Schade. Ich habe meine 1200 zusammen. Das ist schon mal geil. Auch da hat alles wunderbar funktioniert. Ich habe im gelben Bereich erstmal die Soraka gekillt und dann im roten Bereich noch mit dem letzten verstärkten Auto-Attack Morgana bekommen. Leider konnte Yasuo jetzt free farmen und free pushen, das gefällt mir gar nicht. Hab aber jetzt nochmal richtig, richtig schön Damage dazu bekommen. Der Yasuo wird sich wahrscheinlich wundern. Hat er sein erstes Item schon fertig? Ne. Also die Ulti, ihr seht, die Reichweite ist extrem. Ihr wirft dann so einen... Da kommen halt Raketen vom Himmel. Und es verbrennt den ganzen Boden und jeder, der da drin steht, wird halt verlangsamt und kriegt richtig, richtig krassen Damage. Rumbles Ultimate ist, by the way, einer der, die stärkste oder die zweitstärkste, ich bin mir gerade nicht sicher, aber einer der Top 2 Damage Ultimates im Spiel. So, bei den Runen habt ihr in Rot Magiedurchdringung. Dann habt ihr Rüstung, Magieresistenz pro Level in Blau und in den drei großen Quins Fähigkeitsstärke. Das ist relativ Standard. Ich denke, man könnte... Cooldown Reduction braucht man nicht auf Rumble, denn man kann es genau so abpassen, dass man eben nicht zu früh in den roten Bereich kommt. Ich denke, das sind so die Standard-Runen. Die Standard-Safety-AP-Runen, wenn man so will. Da ist nichts wirklich Exotisches dabei. Seht ihr das? Die super starken Auto-Attacks machen den Rest. Und wenn man Rumble erstmal so ein bisschen einschätzen lernt, dann ist das richtig krass. Warte mal, Mitte sind wieder alle gedroppt. Ich brauch den Turm hier, ich brauch den Turm! Vor allem, damit ihr mal seht, warum der Auto-Attack so viel Schaden macht, in der Passiven, da steht nämlich... Mein Auto-Attack, wenn ich rot bin, macht zusätzlich jetzt momentan über 100 Damage. Zusätzlich. Das ist halt echt krass. Da kommt der Rengar. Ich kann ihn killen, wenn ich rot bin. Ich muss meinen Realize bauen. Der Rengar scheint den Wauweg zu dominieren. Die Katze dominiert den Wolf. Miau. Okay. Das ist so krass, denn sobald man Realize hat, und ich habe jetzt meinen Realize, slowt mein Feuer den Gegner auch noch. Also das ist so krass. Der Power Spike ist da. Man hat damals bei Rumble ist die Teamkomposition gut. Du brauchst einen Tank, der engaged. Oder zum Beispiel ein Support wie Leona. Wenn die engage, weißt du, wo du deine Ulti hinfeuern musst.
Bei dem Team wird es jetzt ein bisschen schwieriger, weil wir keinen so richtig krassen Engage haben. Warwick will eigentlich mehr, denke ich, einen Pick machen. Aber die Standardkombination, wo Rumble damals immer gespielt wurde, war Jarvan plus Rumble. Und das ist sehr stark gewesen. Denn Jarvan. Jarvan sperrt alle im Käfig ein. Und jemand hat den hier halt gemacht. Ich habe Angst, dass der Rengar vielleicht hier kommt. Ich kann die 1v tun, wenn ich es richtig anstelle. Ich warte auf das Ausrufezeichen. Okay, es ist nicht hier. Soraka Mitte, ist das noch ein Weibel? Kann man das noch spielen? Holy, der Damage! Ich habe Angst vor Rengar. Ich brauche einen Sonjas. Alter, Soraka ist gedroppt. Okay, Rengar hat sich scheinbar Bot jemanden geholt, aber Warwick war da. Okay, Jhin war auch da. Am besten weiter auspushen und immer mal wieder Mitte rotieren. Die Hälfte der Kills ist leider auf meinem Konto. Itembild, Sonjas ist auch sehr geil. Void Stuff ist auch sehr geil. Rabbit, eigentlich braucht man nur das. Man braucht nur Abyssal, wenn die Gegner sehr viel AP haben. Aber sonst sind es wirklich genau die 6, die da stehen. Das Schwerste ist einfach nur Rumbles Mechanik zu verstehen. Wenn man das drin hat, wenn man das Traden von ihm drauf hat, dann ist das super geil. Oh, Exhaust ist. Das ist safe, oder? Das war scheinbar ein ekliger Bait für den. Okay, ich mach noch eine Wave. Sollten vielleicht mal groupen, ich weiß es nicht. Ich habe gerade keine Ulti ab. Am besten ihr fightet, ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, immer so bei 50% los, damit ihr alle Fähigkeiten rausbekommt und dann nochmal verstärkte Auto-Attacks im overheateten Zustand. Die gehen wieder alle Bot. Macht ja so noch eine Wave? Falls ja, was hat er für Items? Okay, ich kann Mitte rotieren. Bot sind nochmal 3 Leute. Ich weiß, Soraka hat keinen Flash. Die ist, sieht super squishy aus. Oh, der Damage! Oh, der Damage! Oh! Die Ulti kann so brennen, Guys. Da haben wir es gerade gesehen. Okay, Yasuo pusht noch weiter. Holy! Morgana ist noch da unten. Sie muss sich entscheiden, wo sie langläuft. Will sie Wayne den Kill geben oder will sie dem Toplaner den Kill geben? Sie läuft so einen Cancer-Weg. Der Yasuo kriegt einen Kill? Hat sie noch getroffen? Oh, she did it!
Ja, das muss wahrscheinlich, das muss sich gut anfühlen. Jetzt schön overheaten, dass man besser pushen kann. Denn ihr kriegt natürlich erhöhten Schaden. Wobei ich nicht ganz sicher bin, ob der auch bei Towern funktioniert. Fuck, er war da oben, ey. Ich habe nur das Ausrufezeichen gesehen und wollte ihn ownen, indem ich... Ja, wenn er mich angesprungen hätte, hätte es vielleicht auch zu lange gedauert, das zu casten. Aber ohne Ulti war es jetzt gerade eklig. Das haben wir. Und jetzt baue ich erstmal ein Stundenglas. Dann kann ich noch ein bisschen mehr Ham gehen. Außerdem ist das gut gegen Jhin, gegen Rengar, gegen Yasuo. Rumble ist sehr gut gegen... Tanks, sowas wie Malphite auf der Top-Lane zum Beispiel, wer nichts gegen Malphite hat. Weil Malphite stackt gerne Rüstung und durch die Liangris shreddet sich Rumble echt extrem effektiv durch diese Tanks durch. Damage ist so real. Ich muss top-deppen, guys. Das ist das Problem gerade. Der Yasuo wird einfach weiter pushen. Ich glaube, ich muss sogar jetzt auch ein bisschen vorsichtig sogar vor Yasuo sein. Ich bin nicht sicher, wie stark der ist. Okay. Er hat so getan, super Refund. Er hat Trinity und Phantom Dancer. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Okay, wer durch meine Ulti läuft? Der hat's natürlich schwierig. Wayne ist auch gut im Late Game. Ich weiß halt nicht, ob so Raka Mitte dann wirklich funzt überhaupt. Der hat halt wenig Damage, ne? So eine Syndra ist halt tausendmal besser. Okay, alle gehen back, dann kann ich auch back. Ich habe meinen Sonjas. Sonjas kurz auf die Taste 1. Was gibt's sonst noch zu sagen? Was ist gut gegen Rumble? Starke Adela im Early sind eklig. Riven ist, glaube ich, auch ganz eklig. Pantheon ist eklig. Wo meine Pantheon geht eigentlich auch? Oh. Ehrlich gesagt müsste ich da selber im Internet gucken, wann habe ich das letzte Mal Rumble gespielt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dadurch, dass Rumble halt einfach gut gegen Tanks ist, weil er viel shredden kann, ist er wahrscheinlich eher gegen Squishy Assassin weniger gut. Zumindest was die Lane angeht. Später shreddet er halt wirklich alles. Okay, nur Yasuo. Der rennt alles im Bot bis auf Yasuo. Scheiß auf den, der kann das niemals steffen, ey. Einfach die. Scheiße, ist nicht da. That feels bad.
Das war meine Ultimate für einen Flash. Jetzt habe ich kein Ulti mehr. Sie haben den Ring erwischt. Jin kriegt den ein. Meine Ulti ist auch gleich wieder ab. Das hat nicht den allerlängsten Cooldown. Ich kann mal kurz bei der Seite gucken, was steht hier. Das Riven. Darius, ja klar. Darius kann ich mir gut vorstellen, weil Rumble ist ja immer noch ein Nahkämpfer. Und wenn Rumble anfängt zu siessen, dann kann Darius dich easy stressen. Also, das war jetzt nicht bewusst gerimt. Aber ja, Darius ist, glaube ich, ein sehr effektiver Pick gegen Rumble. Das macht Sinn. Rumble ist wirklich besser in so Wombo-Kombo-Kombinationen. Ist ja gut, beruhigt euch. Ihr könnt den Blue haben. Wobei, können sie ihn wirklich haben? Okay. Das alles für einen Blue Buff. Ich hab leider keinen Ward. Oh shit, die Ulti war komplett crap. Ja, ein bisschen Damage hat die Ulti gemacht, aber nicht genug! Oh! Lol? Oh. Ich habe meine Ulti bei Rumble nicht auf Smartcast, deswegen hat es so lange gedauert. Ich muss erst einen Punkt machen und dann die Maus dahin ziehen. Das habe ich nicht geschafft, deswegen kam so eine Krüppel-Ultimate raus. Ich wollte es am liebsten in dieser Diagonal natürlich haben. Okay, die Gegner haben die Drakes. Ich hole mir jetzt einen Void Staff. Wenn ich Void Staff habe, habe ich noch eine Shred-Quelle und die Gegner werden einfach so niederbrutzeln. Okay, schnell den Top-Farm nehmen. Wahrscheinlich wird ja Sue mit dem Baron Buff versuchen zu split pushen. Noch sehe ich ihn nicht auf der Karte. Ah, er tippiert sich auf die Bot. Warwick ist AFK? Serious? Der Ränger kann so diven? Ich glaube, ich kann das nicht carryen. Ich sehe nämlich gerade irgendwie alle anderen Lanes haben die Props. Der Inhibitor ist tot, Wayne ist wieder da. Ich weiß nicht, ob wir mit Wayne irgendwas machen können. Homeguard Boot! Da läuft er frech durch die Türme. Da läuft er auch frech durch die Türme! Oh mein Gott.
Ja, fragt mich so, wo läuft der Thresh eigentlich hin? Ich werde angegriffen. Okay. Der Rango konnte mich, ich hatte keinen Sonjas, der konnte mich diesmal auch easy schnetzeln. Schade, ich habe nicht genug Geld für meinen Needless Delarge Rod. Dass auch niemand sieht, dass Rengar top pusht. Irgendwie habe ich das Gefühl, alle bekommen gerade Text-Messages. Jetzt laufen sie zu dritt hoch, Rengar läuft natürlich weg. Jetzt pushen sie wieder die Mitte zusammen. Das ist gerade übelste Bronze-Rotation. Okay, interessant, dass Rengar nicht weggelaufen ist und die nicht die Mitte gepusht haben. Also auch von den Gegnern. Interessante Spielweise. Oh, das ist eine schöne Schneise. Spielweise Scheiße, es reimt sich. Die Ulti war nicht bad, aber auch Jayce hat gut gedrückt. Kann Wayne Mitte halten? Ich denke ja. Unterm Tor, ich denke schon. Falls nicht, ich bin unterwegs. Also normalerweise, wenn man so ein... What? Sie lässt den Tor... Schon wieder glücklich, dass der Yasuo den Tower nicht wie kann holt. Interessant, interessant. Normalerweise, wenn man so ein gefiederter Rumble ist, ist das Spiel gewonnen. Wenn man dann die richtige Teamkonstellation hat. Wie gesagt, wenn man eine Leona oder einen Jarvan oder einen speziellen Tank hat, zusammen mit Cannon, Rumble Cannon ist auch super geil. Dann ist es viel, viel wahrscheinlicher, dass du eine gute Rumble Ultimate kriegst. Jetzt muss ich so ein bisschen predikten, wie die laufen werden. Ist das ein Bait? Dass der Rumble nicht auf mich jumpen. Hier schon mal kurz die Leiste aufladen. Drake finde ich ist eine super Idee. Why stay? Go Drake. Stop Gamble. Stop Gamble. Hört auf, Clown Fiesta zu betreiben, Alter. Die laufen. Das ist das Bronze? Ich guck das jetzt nach, ey. Das ist ja heftig. Wartet mal, wo ist mein Account da? Yasuo pusht durch. Das ist gar nicht gut. Die Gegner sind. Ne, mein Team ist Diamond Wayne. Platin 3 Jayce, Platin 2 Thresh. Also das ist eigentlich schon höhere Elo. Es wundert mich, dass sie so krass chasen. Nicht nach Objectives trachten. Ich
Ich freue mich schon, euch den Damage-Graphen mal präsentieren zu können. Denn da werdet ihr nochmal sehen, wie heftig dieser Brandeffekt von Rumble einfach nochmal in Damage-Graphen ist. Ich habe kein TP. Den Drachen können wir nicht contesten. Selbst wenn ich da wäre, wäre es ins Dunkle und ziemlich riskant. Wayne ist am Defenden. Naja, so oder so. Egal, was jetzt passiert. Es war zumindest ein sehr interessantes Rumble-Game. Ringer Ulti ist draußen. I like it. Scheiß jetzt mal auf den Blue Buff, ey. Jetzt! Oh, ich hab sie alle brennen lassen! Aber Soraka hält sie hoch! Damage! Oh! Oh mein Gott, Soraka hält sie hoch. Oh, der Jace macht Damage. Okay. Ich gib's auf. Es stimmt schon, ey. Die Ulti war nicht schlecht, der Spot war nicht schlecht, aber Soraka Ult. Sorry, Mike, für das Team. Passt. Ja, Soraka ist egal ob mit oder Support, die Heals sind eklig. Wir gucken uns trotzdem nochmal den Damage-Graphen an, denn da wird's nochmal spannend. Yeah, S minus auf Rumble. Da haben wir's. Okay. Wir haben 36.000 Damage. Das ist 13.000 mehr als Yasuo hat. Aber trotzdem, der Jhin hat extrem gefeuert und Jace hat auch nicht wenig gemacht. Also, es ist guter Damage für einen Toplane auf jeden Fall. Deswegen guckt euch Rumble mal an. Gerade im Teamrank. Ich glaube, es gibt super Konstellationen, aber im Solo-Queue oder in solchen Games, wenn die Leute nicht gezielt sich positionieren für einen Fight, da hat es Rumble auch ein bisschen schwieriger. Also Leute, stay fresh. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Rumble, sehr, sehr, sehr spezieller Champion. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.